begrüße euch total und recht herzlich. Seid ihr weiterhin willkommen. Zuschauer, Cosplayer, Vereine, Politiker, ihr alle. Weil wir für alle da sind. Nur jetzt, heute, hier und heute müssen wir einfach mal etwas klarstellen. Oh, wir sind eine Dienstleistungsfirma. Ja, und natürlich Einzelhandel. Wir sind keine Fans. Wir wollten an sich alles mal verkaufen. Und da es jetzt online gibt, kann man das ja dann irgendwann mal online anbieten, das Ganze, was wir jetzt hier so eingekauft haben. Das haben wir ja natürlich eingekauft. Für die ganz große Star Wars Geschichte, und da muss nochmal was gesagt werden, wir, also ich, 30 Jahre dafür gearbeitet, damit ihr Ware kauft. Denn wir kommen aus 60 Jahren Familienbetrieb, Einzelhandel, Figuren und Schreibwaren, beziehungsweise Spielwaren, Schreibwaren, wo auch Figuren zu haben waren. Früher haben wir dann hier immer die Cowboys und Indianer gekauft. Das war, wie gesagt, vor 60 Jahren. Aber egal. So, jetzt sind wir Dienstleistung 100%. Wir stellen ja solche Videoclips her. Es freut mich, dass diese Videoclips angekommen sind, dass die gemocht werden. Man bemüht sich ja auch, dass das ordentliche Videoclips sind, dass ihr auch Spaß daran habt, sich diese Videoclips anzuschauen. Aber das Recht von so einem etwas älteren Herrn dargeboten und nicht von einem Jungspund, der mehr Ahnung hat angeblich, wie wir an Ahnung hätten haben sollen oder was weiß ich, weil wir Firma sind, weil wir das tagtäglich machen. Wir sind eine Werbefirma, wir machen also Werbung aller Art, Sparten aller Art. Wir sind die freie Presse von Nordrhein-Westfalen. Was das bedeutet, ist auch klar. Wir verarbeiten die gesamten Informationen und bringen die dann weiter. Eine sogenannte Lokalpresse vor Ort. So, wir helfen Vereinen, Kostümvereinen, wir helfen Bürgern und so weiter. Leider gegen Gebühr. Wir sind kein sozialer Unternehmen, also wir können nicht sozial, das geht nicht. Da werden andere sauer, nämlich die Ämter. Die werden dann richtig sauer, die großen Ämter, ihr wisst schon. Leider können wir auch nicht als Firma in einen Verein rein, als Mitglied. Geht nicht, weil Gewissenskonflikte, weil wir dieselben Sachen anbieten, verkaufsmäßig, können wir damit nicht in den Verein. Ja, wir müssen leider draußen bleiben. Wir können also in keinen Verein hinein, außer Kegelclub oder so. Da bist du ja privat, habe ich auch keine Zeit für. Ich habe sehr viel Vereinssterben hier, vor der Theke kommen tagtäglich welche und auch Musiker. Ich hätte auch gerade wieder einen Musiker, wie gesagt, der fragte und so weiter. Ich habe also tagtäglich, bin ja total vernetzt. Während ich spreche, bekomme ich hier, ist aber so. Muss ich ihm sagen. Ja, wir machen ja alles. Also wir sind Fernmüll, wir sind Industrie 4.0. Wir aktualisieren nicht nur mit Smartphones und Dinges. Wie gesagt, hier können Sachen geschrieben werden, ausgedruckt werden. Wir machen also, wie gesagt, Promotion, Werbung, Aufzeichnung, das alles. Wir sind Industrie 4.0. Das heißt also, so wie das jetzt hier, wird die Textur geschrieben. Und diese Textur für einen Kunden zum Beispiel, ein Dichter oder ein Korrespondent, egal, den können wir dann ausdrucken für den Kunden. Ja, das hier sind wir. So, jetzt ganz schnell hier, ich will nicht so lange machen. Es tut uns recht herzlich leid, wir können nicht einfach hier für irgendwelche YouTuber, die auch wunderbar unterwegs sind, können wir keine Werbung machen. Wir können natürlich jetzt bei einem sogenannten Abfalldreh, weil wir fürs Drehen bezahlt werden, für das, was ihr da draußen schaut, werden wir ja bezahlt, weil wir ja diejenigen sind, die das aufzeichnen. So, jetzt müssen wir noch was erklären. Wenn der WDR zu euch kommt, ob Verein oder sonst etwas, ist ja auch vollkommen egal, haben wir Bürger diese Aufnahmen bezahlt. Wir Bürger, also wir Bürger haben das Ganze dann bezahlt durch unsere Rundfunkgebühren. Und meistens, wenn der WDR so erscheint bei Vereinen oder sonst wie auch bei uns hier, dann will er nur eine Lücke füllen. Dann kommt er rein und erzählt und fragt, dann sind die wieder weg. So, das haben wir aber alle bezahlt. So, hier, wir sind die Freien. Wir sind die freie Presse, freie Medien, Facebook, ist sozial, mag ja sein, ist aber nicht. Filmpool, Komparsen, Theater, Schauspieler aller Sparten und so weiter und so fort. Künstler aller Sparten. Das muss leider bezahlt werden. Bei den Freien ist das so. Wenn ein freier Kameramann kommt, der wird bezahlt und
gibt dann das ab oder lässt es machen und dann entsteht der Gesamtpreis und dann kann derjenige, welche der ihn dann beauftragt hat, wird dann bezahlt. Das kann also auch schon mal sein durch ZDF, ARD, WDR. Wenn die keinen freien haben, dann besorgen sie sich ganz schnell einen, dann müssen die den aber bezahlen, aber auch wieder aus dem Topf Rundfunkgebühren. So. Also alles, was bei euch gedreht wird im Vereine oder sonst wo, ist bezahlt durch uns Bürger, durch die Rundfunkgebühr. So. Und wir Freien, wenn ich jetzt engagiert werde, als freier Kameramann, als freie Presse, ich soll darüber berichten, dann muss ich bezahlt werden oder eine Agentur bezahlt mich. Also eine Agentur beauftragt mich, zum Beispiel einen Künstler Werbung für machen. Gut, dann mache ich für den Künstler Werbung, denke ich mir auch alles aus, gibt das dem Künstler, schaut er sich an, sagt er grünes Licht, dann kann er selber die Werbung fahren oder wir fahren gegen Gebühr dessen Werbung. So, das ist das. Wir müssen leider bezahlt werden, wir können leider nicht hergehen. Keiner macht das. Alle werden bezahlt. Ob das Filmpool ist, ob das Komparsen ist, die werden alle bezahlt. Ob wir Fotos machen, Aufzeichnungen, Veredelungen, das muss alles leider bezahlt werden. Das bisschen sozial hier, ja, was soll ich da jetzt erklären? Gut, hier ist jetzt wieder so eine Pressur, das machen wir ja auch, an alle Verbraucher, die Ärger oder sich ärgern, weil die Kosten so hoch sind. Ja, die Stromkosten, wie gesagt, sind sehr hoch, leider. Und damit kann man kaum was machen. Deswegen macht der Mario Barth ja auch Geld. Der wird ja auch bezahlt dafür bei Verivox, um zu machen da, ich reg mich auf über die Strompreise, wechseln. So, er wird bezahlt, alles wird bezahlt. Der macht das nicht umsonst. Meiner einer verlaufender Kamera macht das auch nicht umsonst. Der wird auch bezahlt dafür. Und diesbezüglich kümmere ich mich jetzt hierum und darum. Ah, herrlich. Meine Ware kommt, die ich dringlichst brauchte. Ups, ach, auf die ist doch Verlass. Macht doch Spaß. So, Nahrungsmittel für meine Maschinen. Nahrungsmittel für meine Maschinen. Wichtig, Toner, Toner, Toner. Wir sind eine Dienstleistungsfirma. Wir bieten ja Dienstleistungen an. Plakatierungen, Aufzeichnungen, Bearbeitung und so weiter und machen halt auch online. Online machen wir schon seit 1995, da hat jeder drüber gelacht, seit 2005 lacht ja keiner mehr, seit 2005 macht es ja jeder, seit 2015 gegen Geld sogar und einige machen das so dermaßen professionell, in Wirklichkeit stecken dann auch solche Firmen wie meiner einer dahinter, die besorgen sich dann jemanden, der sitzt dann vor der laufenden Kamera und macht es dann. So, auch ich hatte ja eine tolle Sache vor, 40 Jahre Star Wars, erledigt, abgenudelt, jetzt haben wir 10 Jahre Zeit, dass Star Wars 50 Jahre wieder erscheint, wenn es erscheint. Ja, wie gesagt, wir sind Fachhandel und Einzelhandel und wir sind Dienstleistung und wir helfen, wo wir nur können, aber leider gegen Gebühr, umsonst geht nicht. Meiner einer hatte wirklich Lust in so einen Verein, und mit denen arbeiten, das sind unheimlich nette Leute, macht auch unheimlich viel Spaß. Aber nein, beruftechnisch geht nicht, da flippen alle aus, weil Gewissenskonflikte, weil eine Firma nicht in einen Verein, das geht nicht. Also wir verkaufen die Produkte und da, ne, geht nicht. Ja, muss ich halt durch, kann also nicht in einen Verein und privat lohnt sich nicht, weil privat mache ich nicht das, ich mache alles nur beruflich. So, es läuft alles beruflich und diesbezüglich kann es dann also nicht sein, dass ich einfach in einen Verein gehe. Wie gesagt, Vereine sterben sowieso alle aus. Ich habe Vereinssterben hier tagtäglich, vor allen Dingen die singende Kunst, die Shinty-Chöre oder so, die älteren Leute. Der Jüngste bei denen war, glaube ich, 80 Jahre alt. Ist wieder ein Verein nicht mehr. Ne? Ja, weil ja, so leben wir ja heute, ne? Klick, klick, klack, klack. Wollte ich immer haben. Ich war 10 Jahre alt, 1966, sagte ich, ich hätte gern einen sogenannten Datenhighway mit Anbindung an Maschinen, die diesbezüglich an einem sogenannten Kiosk dann die Leute die Ware holen und so weiter und so fort. Hörte sich gut an, das mit 10. Ja, und heute ist man weit drüber, ne? Könnt ihr ja ausrechnen. Und dann ist man ein totaler Fachmann, weit über 40 Jahre dabei, weit über 50 Jahre an Erfahrung. Ich gehöre ja wirklich schon zu 55 plus. Die Firma gehört schon seit 45 Jahren plus. Mit Eltern zusammengerechnet, die vorher hier alles gemacht haben.
über 60 Jahre plus, also das Ganze ist in Familienhand 100 Jahre. 100 Jahre, ich bin die letzten restlichen 10 Jahre jetzt hier am Wursteln. Was hier raus wird, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist wie gesagt überwiegend Dienstleistung, Herstellung und so weiter. Und für sehr wenig Geld, versteht sich. Und es ist nur traurig, dass wie gesagt Amazon, also online. Und somit geht das irgendwann auch mal alles, was wir jetzt hier für die 40 Jahre Star Wars Grüße, Hallöchen, angeschafft. Ja. Das Verhalten uns gegenüber ist ja genauso, wenn wir sagen, 20 Cent flippt schon so manch einer aus. Ja. Wie gesagt, wir arbeiten heute ein bisschen mehr, ist ja Brückentag, sind viele zu Hause. So, wir machen natürlich diese Werbung für Sci-Fi, Fantasy, für diese Truppe, weil diese Truppe ist in Ordnung. Das ist immer Werbung, die wir jetzt so hochhalten. Und wie gesagt, den Kunden, wenn ihr Interesse habt, geht hin und so weiter. Wir sind immer noch Cosplay. Hier kann man Kostüme kaufen, anziehen, ausprobieren, Fotos machen an alle Cosplayer. Man kann hier Fotos machen etc. Man muss das also, wie gesagt, vorher aussprechen, damit wir auch vorbereiten. Wenn man natürlich zu früh erscheint, dann kann das schon mal sein, dass dann Improve wieder so Impresso, dass man versucht, so schnell wie möglich die Sache zu machen. Also heute ist Brückentag hier, merke ich schon. Sind auch viele Sachen. Ja, ich verstehe das ja alles. Ja, da unterbreche ich. So, als Fachfirma kann ich nicht einfach Werbung machen. Ja, hier, super Künstler, alles super. So. Geht nicht. Geht leider nicht. Ich bedanke mich total und recht herzlich. Ich finde es alles super toll. Wirklich super toll. Und so viele Missverständnisse durch diese sozialen Netzwerke. Noch einmal, Facebook, Google, YouTube etc., sie sind keine sozialen Netzwerke. Sie sind nicht sozial. Sozial nur, weil ihr machen dürft, was ihr wollt. Also 1995 nannte man das alles ein bisschen anders. Zuerst wurden Strukturen gesetzt und wir sollten als Empfänger, dann wurden die Strukturen verändert. Wir sind jetzt die Sender. Wir machen das. Das sind alles sogenannte leere Hüllen. Auf Facebook eine total leere Hülle, wo wir was eintippen und dadurch füllen. Früher und du, die Community zum Beispiel, konnten wir selber unsere Websites basteln, bauen, auseinander zusetzen, reinsetzen, sich anschauen, war eine tolle Geschichte, 1995. So, wir haben nur 2017, wir haben 40 Jahre Star Wars gefeiert, wir haben alles Mögliche und so weiter und so fort. Noch einmal, wenn der WDR etc. erscheint, WDR, ZDF oder sonst wie, hallo, Grüße. Wusstet ihr ja schon, dass der Captain Kirk immer einen Brückentag hat? Captain Kirk, der Entenscheiß, Enterprise, ihr wisst genau, jeder Captain dort hat seinen Brückentag. Viele von euch hatten Brückentag, dann wisst ihr, welcher Tag das war. Genau, es war zwischen, ne, und so weiter, zwischen Star Wars 40 Jahre, Happy Birthday, 25.05.1977, Star Wars. So, hat sich erledigt, Sendung hat sich erledigt, ihr merkt, so richtig sauer bin ich nicht. Zum Abschied, meine lieben Freunde, zum Abschied sagt man leise Servus. Oder man erhebt eine Tasse Kaffee noch so im Stehen. Und beim Gehen vielleicht noch einen Schuss Zigarette. So war es früher. Und dann hat man gesagt, Servus, war nett mit euch, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Es war wunderschön, also ich habe wirklich schöne Sachen im Mai gehabt. Ich verabschiede heute den Mai, weil das ist das letzte Wochenende im Mai. Denn das nächste Wochenende ist schon der Juni. Wie gesagt, am gestrigen Tag hatte Schauspieler, der mir helfen wollte, keine Ahnung, wo er abgeblieben ist, Geburtstag auf dem Weg, Happy Birthday dir, wenn du das sehen solltest, aus welchem Grund auch immer du nicht erschienen bist, du hattest vorher angerufen, keine Ahnung, soll auch egal sein. Wie gesagt, ich bin ein fröhlicher Mensch und auch ich mache Blödsinn, ne? Ich sehe das alles lustig. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, auch mit dieser Truppe hier. Empfehlenswert, wenn ihr diese Truppe mal kennenlernt, kann ich euch einfach nur wärmstens erzählen. Also hier vor Ort klappt gar nichts diesbezüglich, war ein Riesenexperiment, was jetzt Abschluss findet mit diesem Videoclip, findet das statt. Also die riesigen Figuren im Schaufenster, ihr kennt sie ja, sind also auch schon entfernt.
Sie sind also hinten im Studio. Mal schauen, was man damit machen kann. Wie gesagt, wir bieten allen Cosplayern, die dieses Video durch Zufall sehen, im Netz rumschwirrend, einen Heimathafen. Wir machen die Cosplay-Geschichte und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, auch helfen. Ja, das wäre nett, wenn geholfen würde, aber wird ja leider auch nicht. Man muss immer alles selber machen. Alles selber machen klappt also nicht. Das geht nicht. Wir brauchen schon Hilfe. Wir sind schon auf Näher angewiesen, die das hätten können und so weiter und so fort. Da die Bürger, wie gesagt, mit diesen nicht klarkommen hier, sind das also nicht gewohnt, dass hier riesige Figuren 1:1 stehen aus dem Hause Star Wars. Die Ritterin oder Kylo oder Raven oder ein Stormtrooper. Ein Stormtrooper-Kostümchen, den Helm haben wir ja schon, das wisst ihr ja. Werde ich mir vielleicht doch zulegen. Als Stormtrooper macht es ja immer Spaß, irgendwo rumzurennen. Und auch vielleicht zu modifizieren, mal schauen, mit einem Grundpaket anzufangen. Ihr habt ja auch gesehen im WDR-Beitrag, dass lieber Imperialisten, macht mehr Spaß, ein Bösewicht zu sein. Die neuen Bilder von Star Wars haben wir ja auch gesehen. Vanity Fair hat sie ja schon rausgebracht. Da konnte man sich die also auch schon anschauen. An sich rede ich mir den Mund fusselig. Wie gesagt, hier, mal sehen, irgendwie alles in Englisch. Für den englischen Sprachraum machen, da ist mehr Sinn, also für England. Okay, und für Amerika sowieso, hier in Deutschland irgendwie ist hier trostlos Wüste, da passiert nicht allzu viel. Wenn man sich das Ganze so anschaut, das sind alles so Klüppchen, Grüppchen, Vereine, aber so für sich so gekapselt, kommt man als Fremder dazu, dann bleibt man auch fremd, man wird also nicht mit offenen Augen angenommen und abends schon mal gar nicht, umarmt auch nicht. Das ist eben so. Wir leben in einer Zeit, die ist halt anders geworden und ja, ist so wie Star Wars. Also könnte sein, dass Star Wars auch zum Schnäppchen verkommt. Ne? Am 25.05. von morgens früh bis abends nur Star Wars gesehen, war an sich nicht schlecht. Aber wie gesagt, alles so einzeln und alleine genießen, wie das jetzt so üblich ist in der sogenannten Selfie Generation, für sich alleine irgendwas machen. Nicht mehr früher, deswegen fand ich den Verein so super toll, dass die alles noch gemeinsam machen. Die waren ja wie gesagt alle hier, das hat ja wirklich Spaß gemacht, diesen Verein hier zu erleben. Aber leider Dortmund, nicht die Stadt Essen und als Firma nicht so viel Zeit, mal eben die Tür zuzumachen, dann dahin zu fahren und dann mitzumachen. Schade. Ja, deswegen, das ist das Problem, wenn man eine Firma hat. Also wir können also nur Beiträge machen, Aufnahmen machen, Filmsachen. Wir können für so eine Dokon hier irgendwie was auf den Weg bringen. Ja, wir können auf die Dokon irgendwas auf den Weg bringen. Das können wir machen. Also wir als Firma können engagiert werden gegen kleines Geld. Und wenn wir was suchen, wenn wir was gerne haben möchten, bezahlen auch wir. Also umsonst muss es nicht sein. Eine Hand wäscht natürlich die andere, ist klar. Wenn sich welche bereit erklären, eine Sendung mitzumachen, kriegen die natürlich das umsonst, ist klar. Und kriegen auch diesbezüglich die Preise erlassen, ne? Ist ja auch klar. Und wenn gar keiner mitkommt und gar keiner hilft, ist klar, dann bleiben die Preise normal. Und dann kommt natürlich auch so ein Spruch wie, ja, dann kaufe ich bei Amazon. Ja, genau, dann kauft man halt bei Amazon. Ja, und da wir keine Fans sind, sondern Firma. Und Industrie 4.0, total vernetzt mit allen, mit und alles so, ja. Genau, so ist das. So, die Chats sind zu Ende, ja. War ein wunderschöner Monat, ein wunderschöner Mai-Monat, ein wunderschöner Star Wars-Monat bei Disney, Disney XD. Ab 17. Juni kommt im Disney-Kanal noch einmal Rebels 1 bis unendlich. Natürlich die Freemakers kommen dann auch. Disney hat es ja hin und wieder mal vier Stück hintereinander, könnt ihr euch dann da anschauen, Rebels. Dann haben wir sicherlich irgendwann Glück, dass wir
Freemaker bzw. Rebels 3, also Staffel 3, dann auch Blu-ray etc. pp. Kaufen können. Diesbezüglich kann man sich dann zu Hause auch die gesamten Staffeln nach und nach über sich ergehen lassen und so weiter und so fort. Ja, also wir hätten eine Menge anbieten können als Firma, von Kino, Aufzeichnung, Überspielungen, Herstellung. Ja, aber ohne Geld, meine lieben Freunde, wir können, also jetzt kommen ja welche rein, die möchten gern alles sehen, das geht auch nicht. Wir können ja nicht, nee, wir kommen ja auch nicht zu euch und sagen, mal, wir wollen jetzt aber alles sehen hier, ne? Keine, das geht auch nicht, das kann man nicht beim ZDF, WDR, wieder heißen, da geht man auch nicht, in welchen Kameras arbeitet ihr, bevor ihr da uns aufnehmt. Also das geht überhaupt nicht, das geht gar nicht. So, wenn ihr euch das genau anschaut, WDR zum Beispiel mit 980 Bildpunkten, wir arbeiten mit 1920 bis 3860 im 4K-Modus. Das bringt das Fernsehen nicht, wollen wir mal klarstellen. Wir haben es ein bisschen hochgepusht, aber das HD bei ARD, WDR und ZDF sind gerade mal über 900. Ja, und noch nicht einmal 1980 mal 1080. Müsst ihr mal gucken, diejenigen, welche die Mediatheken runterladen können, sich anschauen können dadurch oder verarbeiten können, die merken das, sehen das, dass das da ganz andere Qualität ist und auch anders verschlüsselt, ist nicht so einfach, muss konvertiert werden, verändert werden, dann kann man die Sachen auch verarbeiten. Also es hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen mit dem Dortmunder Verein und vor allen Dingen mit Klaus Alte Tegleier, vor allen Dingen mit Phil Deirichs, mit dem Stefan Karl Weinsbach, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Sing Thorsten und natürlich den Rupert. Mit dem Rupert, das hat auch viel Spaß gemacht. Der Mai war wunderschön, das hat ja mehr Bilder, Figuren, der gesamte Austausch. Das hat so viel Spaß alles gemacht. Und ja, jetzt kommt der Sommer, jetzt machen wir eine riesen lange, geradeausgehende Sommerpause. Dann kommt ja auch irgendwann mal der August, dann sieht man sich vielleicht auf der DOCON 2017 wieder. Da muss aber vorher alles ausgehandelt werden zwischen dem Verein und uns als Firma, weil wir nur noch als Verein und als Firma, also wir können nur noch als Firma agieren. Wir können also euch nur fragen, seid ihr oder hättet ihr, wollt ihr oder hättet ihr gerne oder was weiß ich auch immer. Weil alles ist nicht machbar. Na? Das ist eben so. Der Steuerberater hatte da alles mal so erklärt, dass das alles nicht so geht. Wie gesagt, na, das geht überhaupt nicht. Wenn wir schon, dann müssen wir und dann muss es richtig, sonst geht es gar nicht. So, was wir uns jetzt noch ausdenken, keine Ahnung, müssen wir darüber reden, was mal rauskommt. Wir sind und bleiben besonders in der NRW-TV, Lokalnachrichten hier in Nordrhein-Westfalen statt Essen. Die Unterrubriken Ultra D Web TV bleibt natürlich, Sammelfiguren, Theater, TV etc. bleibt auch. Wir werden sicherlich hin und wieder mal von uns aus, weil wir sozial eingestellt sind, mal auf Film, Figuren, Theater da verweisen in München-Gladbach. Geht dahin, kauft bei Amazon, kauft online. Werdet froh damit, was ihr euch da so alles kauft. Wir sind sehr froh geworden damit. Wir haben sehr viel Erfahrung jetzt gesammelt. Japan, die Japan-Geschichte ist auch vom Tisch, ist also uns auch wieder, na, also ist alles wieder im Lot, das Geld ist wieder drauf, der Schaden ist behoben, haben wir sogar 189 Euro jetzt mehr wie vorher, weil wir auch ein bisschen was verkauft haben, ist klar. Ja, es ist halt so. Also meine lieben Freunde, kauft schön bei Amazon, ja, und online, und wir Einzelhändler hier, wir vor Ort müssen jetzt umdenken, weil ich habe gerade wieder so viele Nachrichten da gesehen, dass so eine schöne alte Tante Emma da nach knapp 90 Jahren sich verabschiedet hat. Also der Sohn kann nicht mehr weiterführen. Der eine hat es auch nicht geschafft. Der wäre beinahe 100 Jahre vor Ort gewesen, aber mit keine Chance. Keine Ahnung warum. Ist aber so. Vielleicht sind sie auch alle erkrankt, weil es sterben zwar viele Läden. Wir haben jetzt hier 109 Läden um mich herum. 109 Läden um mich herum, die leer stehen. Und diese Straße, die wir hier haben seit über 60 Jahren, war mal eine hochblühende Straße. Wir hatten sogar Aldi hier, wir hatten Rewe hier. Aber die haben ja so merkwürdige interne Geschichten. Die Quadratmeterzahl muss eine große sein. Das muss sein, dies muss sein, jenes muss sein. Und dadurch gehen die dann auf die grüne Wiese oder halt irgendwo an der Ecke der Stadt, wo
wo man dann alle hinfahren müssen mit riesigen Parkplätzen und so weiter und so fort. Oh ja, wenn die noch obendrein Anbindungen hätten an Busse und Bahn, aber nein, die sind auch eingestellt worden hier, die Busse und Bahn. Also ältere Leute haben es ziemlich schwer und freuen sich natürlich, wenn sie hier vor Ort ihre Sachen bekommen. Nur das, was die älteren Leute alles haben möchten, gibt es ja so gut wie gar nicht mehr. Wer braucht denn heute noch ein Fahrband für eine Schreibmaschine? Auch das ist ja gar nicht mehr. Ne? Ist halt so. Das, was angeboten wird, ist die sterbende Rasse. Alles, was so edel ist, veredelt ist, was gehoben ist, was schön ist, das klappt nicht. Heute will der Schnäppchenjäger das alles haben. Es muss verdammt billig sein. Ja. Bei 20 Cent wird noch gehandelt. Ist halt so. Was soll man machen? Kann man nicht ändern. Meine lieben Freunde, was ich sagen wollte ist, ich kann nicht einfach so Werbung machen. Ne? Es freut mich wirklich, dass es euch freut, dass die Videos, ja, dass auch der Spannungsbogen, dass auch irgendwie Spaß macht, das Ganze. Es freut, das ist Beruf, das haben wir gelernt. Aber einfach hier Werbung machen, das geht wirklich nicht. Das geht wirklich nicht. Wir können nicht einfach Werbung machen. Können wir leider nicht. Leider nicht. Einfach so Werbung machen, haben wir nachher Ärger. Also wir haben für die Niederlande haben wir Musikgruppen. Ja? Nachher hat man Ärger, obwohl wir aufgenommen, alles etc. Nee. Nur noch wer uns bezahlt, den machen wir. Und haben wir dann auch nichts mehr mit zu tun, weil derjenige, welcher hat es ja dann. Und das, was wir irgendwelchen Leuten zur Verfügung stellen, ist auch okay. Und also wie gesagt, nur noch Bezahlung, wenn es 1 Euro ist, ist auch okay, aber gar nicht, geht nicht. Gibt nur Ärger, Ehrenwort. Also der Steuerberater, der hat alles so dermaßen erklärt. Also, nee, das geht nicht. Also Zuschauer, wie gesagt, Kunden, vor allem die Kunden hier, die hier die Sendung verfolgen, wir bieten eine Menge an, es bleibt auch alles so und mehr geht nicht. Noch mehr Service kann man gar nicht bieten, wie wir bieten. Also was wir anbieten, hat so mancher Laden gar nicht auf petto. Und vor allen Dingen die Professionalität, die wir erlernt haben in den ganzen langen Jahren, kann uns auch keiner nehmen. Geht nicht, no change, also fair bleiben. So, Baby 8 und ich verabschieden uns. Baby 8 und auch ich gehen jetzt in die Sommerpause. Meine lieben Online-Freunde, Online-Zuschauer, wie auch normale Gäste und alle Gäste, die hier waren, ich bedanke mich total und recht herzlich. Es war eine riesen Idee, die geboren eines und die jetzt schlafen geht. So wie Baby 8. Ich hoffe, in Teil 8. Habt ihr ja gesehen, wird es ja ziemlich diplomatisch. In Episode 8 sehen alle unheimlich glamourös aus. Was das? Ne, wollen wir keinen Spoiler machen. Ist egal. Hat was zu tun. Die sind alle, also in Episode 8 sind alle ein bisschen feierlicher, ne? Graziöser. Was hier er hier macht, was ist gut. Ja, viel macht er ja nicht. Ne? Wie gesagt, richtig viel Spaß gemacht. Man kann uns hier so reinklemmen, zumachen, dann zumachen. Ne? Kann man ihn von mir aus kugeln. Mache ich jetzt nicht, hat ja schöne Beine. Ne? Hier macht man den wieder auf. Dann drückt man hier drauf. Yippie! Kommt es raus. Dann macht er diesen da. Ne? Wow. Ne? Also, ich bedanke mich total und recht herzlich, dass ihr zugeschaut, dass ihr dabei wart, dass ihr gesehen habt, wie man sich bemüht. Ihr seht, wie man mit Amazon umgehen sollte. Wie gesagt, wir haben alles wieder zurückbekommen. Es ist alles wieder in Ordnung. Wir haben reichlich viel. Ne? Also, er wundert euch nicht, wenn nach der Sommerpause hier irgendwie andere Videoclips, andere Ideen oder überhaupt nicht. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen.
wie gesagt, wir können nicht einfach so Werbung machen, wir können nicht einfach so irgendwelche Leute da, yippie, geht nicht. Wir müssen bezahlt werden, wir können nicht umsonst arbeiten, wir können auch leider nicht in irgendeinen Club hinein, wir können auch nicht in einen Verein hinein, wir können also nicht Mitglied werden, wenn können wir alles nur wir selbst. Also wir selbst könnten vielleicht einen Verein gründen, wir selbst könnten vielleicht einen Club gründen, müsste man aber, wie gesagt, steuerrechtliche Gründe und so weiter, müsste man ausloten und so weiter und so fort. So, jetzt wird alles weggeräumt. Ja, hier wird wohl nichts an irgendwas erinnern. Die kommen jetzt alle irgendwie, ne, kommt das weg. Und die Jugendlichen werden auch nicht so traurig sein, weil die Jugendlichen ab 6 Jahre aufwärts, die hier mal reingekommen sind, dann mit dem Lichterschwert da nahegekämpft haben und dann auch immer und immer wieder irgendwie gefragt haben, kann ich vor die Kamera, vor die Laufende, geht halt nur. Aus, wie gesagt, rechtlichen Gründen, nur wenn die Eltern es zugelassen hätten. Ich habe gerne den vorgestellt, ich habe auch gerne die anderen vorgestellt. Ein bisschen Wehmut ist es schon, ne? Den kleinen Knirps hier, aber ein bisschen Dekoration bleibt, ein bisschen. Die großen Figuren bleiben stehen, nicht die riesengroßen, da haben die Leute ja Angst vor. Die Cosplayer, also wir sind immer noch für die Cosplayer da, für die Kostümträger etc. Auch wir selber tragen gerne Kostüme etc. Wir würden auch gerne und wir können leider nicht Mitglied werden. Das ist unser Problem. Da waren wir ein bisschen euphorisch unterwegs. Ja, wir hatten die Mitgliedschaft schon ausgefüllt. Wir haben uns tierisch gefreut, dass wir hätten dazugehören dürfen. Aber Werbung machen wir trotzdem noch für die Gruppe hier. Ja. Meine lieben Freunde, vielleicht sehen wir uns bei Sci-Fi Fantastic. Da werde ich aber dann nur als Unternehmer sein. Als Unternehmer, also derjenige, welche der auch Geld verdient und nicht Geld mitbringt. Auch hier könnt ihr weiterhin zu diesem Club euch mal und so weiter. Ist in Dortmund. Alle, die in Dortmund wohnen, können da sicherlich. So, hätte ich nie geahnt, hätte ich nie geahnt, dass man als Firma so dermaßen in der heutigen Zeit das nicht mehr darf, dies nicht mehr darf, jedes nicht mehr darf. Und ja, Figuren, wie gesagt, werden wir sicherlich weiterhin einkaufen, aber nur so spezielle Figuren, auch weiterhin darüber berichten. Wir werden also weiterhin wunderbare Videoclips machen über Figuren, über die Figuren philosophieren, aber wie gesagt, alleine, nicht mehr mit Leuten, das bringt nichts, das bringt nur Ärger, sind unzuverlässig, ja, wenn, wollen die Geld haben, das utopisch, das ist utopisch, also wie gesagt, rumkriechen auf der Erde tun wir nicht, und wenn man halt nur, wenn der WDR ruft, alle Leute da zusammentrommelt, für ein paar Sekunden filmen, damit der WDR da eine Lücke füllen kann, bedenkt, wenn der WDR, ZDF, ARD, ja, also wenn die Herrschaften da irgendwo erscheinen, ja, kostet das euer Geld, unser aller Geld und bringt uns auf eine Art nichts, gar nichts. So, wenn unser Eins engagiert wird, wir sind sozial, wir helfen auch, das wisst ihr, wir bringen, aber wir müssen leider bezahlt werden, das geht nicht, wir werden ja nicht von den Rundfunkgebühren bezahlt, ne? Wir müssen halt alles selbst bezahlen, wir müssen auch alles selbst besorgen, auch die Sachen, die wir tragen, aber nur hier fette Werbung machen, soll euch jetzt egal sein, für wen das ist, aber wie gesagt, auch fette Werbung, die wir machen, wird bezahlt. Für alle E-Caster, für alle Schauspieler, die durch Zufall diesen Videoclip sehen, wie gesagt, es bleibt alles beim Alten, komparsen.de, filmpool.de und so weiter, es ist und es bleibt alles so, wie es ist. Kann also gemietet werden, diese Figuren können weiterhin gemietet werden, wir können gemietet werden, die Studios können gemietet werden, alles kann alles noch gemietet werden. Ihr könnt auch Unterstützung bekommen, über den Preis reden wir dann, aber null. Null geht nicht. Nein, es geht auch nicht, dass wir Geld mitbringen, das geht auch nicht. Und alles, was wir produzieren, herstellen, ist unser Eigentum und damit machen wir auch, was wir für richtig halten. Wir senden auch unsere eigenen Sachen, die wir herstellen, machen auch unsere Ware. Das ist jetzt Ware, ist nicht Eigentum. Das ist also unser Eigentum, weil Ware. Aber ist Star Wars, wisst ihr ja, Disney. So, aber wir brauchen das, wie gesagt, für die Kulisse, damit das irgendwie schön aussieht. Poe Dameron,
die Figur gefällt, irgendwie gefällt. Da gefällt sogar, man hat sogar Lust, die selbst zu tragen, irgendwie vor laufender Kamera. Ja, also an alle Kostümclubs, Dankeschön. An alle Mitstreiter, Dankeschön. An alle, die geholfen haben, die dabei waren, Dankeschön. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Aber jetzt verabschiede ich mich total und recht herzlich mit BB8. Na? Ciao, ciao. Und das war eine tolle Geschichte. Aber jetzt ist sie zu Ende. 40 Jahre Star Wars. Vielleicht treffen wir uns ja im Kostüm, im Kino. Glaube ich aber nicht dran. Weil wenn man nicht dazugehört, dann gehört man nicht dazu. Ist halt so. Und da ich leider nicht dazugehöre, werde ich auch sicherlich nicht, aber soll mir auch egal sein, ich habe ja alles. Okay, also wie gesagt, wir haben Kino, wir haben alles. Ja, wir haben alles. Ich finde es immer toll, wenn die Kunden fragen, ja, haben wir. Kein Thema, machen wir. Ja, aber wie gesagt, es geht nicht umsonst. Facebook ist nicht sozial, wollen wir mal klarstellen. Amazon hat auch seinen Preis. Wenn ihr euch selber verarscht, ist das okay. Wenn ihr das kauft und ihr kauft noch ein Buch, damit ihr die Kosten nicht habt wegen Transport. Ey Leute, okay, wenn ihr ein Buch braucht, aber jeden Artikel mit Buch kaufen, ich weiß nicht, nachher habt ihr da zigtausend Bücher rumliegen, die ihr gar nicht lest. Hauptsache ihr habt die Ware ohne Porto. Naja, macht was ihr wollt. Es war sowas von lustig, es war sowas von interessant, festzustellen, wie alles heutzutage abgeht. Wow, 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 wow. Aber wie gesagt, als Firma ist man gebunden. Das geht nicht. Ja. Also, ihr merkt, ich bin sonnenhungrig. Ich bin sonnenhungrig, ich will raus, mich da hinsetzen, die Sonne genießen. Vielleicht pfeife ich mir heute Abend noch so richtig einen Becher Eis rein. Ach, herrlich. Andere fahren sogar nach Borken. Ja, die fahren nach Borken, weil es da eine Eisdiele gibt. Meine lieben Freunde, hier vorne auf der Straße haben wir eine Eisdiele. Die ist im Rundfunk, die ist im Fernsehen und die ist in der Zeitung, weil die so gut ist. Und diese Eisdiele gibt es schon seit 100 Jahren. Okay, ist jetzt in, glaube ich, vierter oder fünfter Generation. Aber Hammer, das ist unsere traditionelle Eisdiele. In echter, waschechter, andalusischer, italienischer Hand. Ja, echt, waschecht. So, und die sind auch nur 6 Monate da. Und dann ist es vorbei. Dann sind die auch zu. Dann ist zu. Wirklich, da ist geschlossen. Und jeder freut sich, wenn die Eisdiele wieder aufmachen und der Sommer ausbricht. Was wir hier nicht haben, ist halt keine Badeanstalt mehr. Man kann nicht in der Bade. Gibt's nicht. Ich habe gerade noch einen Kunde gehabt, dachte, das kann doch nicht wahr sein. Haben die 16%. 16% haben abgestimmt und haben die dann verschwinden lassen. Wirklich, alle. Alle. Bei uns haben wir einen wirklich Spaßbad gehabt. Tschüss. Wir hatten einen. Ach, komm Leute. Es stirbt, das Gute. Denn das Gute endet leider bei sehr gut. Und dann ist es vorbei. Also das Tal kann nur sehr gut sein, dann ist vorbei. Und wenn man dann irgendwie den kriegerisch anmalt, dann kann man alles Mögliche daraus machen, ihr versteht. Ja, wenn man den umbaut, dann kann man den umbauen in einer Unendlichkeit mit Zacken dran und was weiß ich nicht alles, vielleicht schwarz oder so, ne? Leuchten, Säber, ach, aus denen kann man so eine richtige böse Kugel machen, alles machbar. So gut, das Gute, das endet bei sehr gut. Und dann fragt ihr euch, warum bei Facebook so viel abgeht, nämlich schräg und daneben. Ich gehe jetzt in den Sommer, ja, ich pfeife mir leckeres Eis rein. Ich genieße die Sonne. Kann sein, dass ich irgendwann ziemlich braun dann hier vor laufender Kamera bin. Aber es dauert. Das ist mein Abschiedsvideo. 40 Jahre Star Wars. Davon 30 Jahre für Star Wars gearbeitet. UK und United States of America. Ja, das waren noch schöne Zeiten am Piccadilly. Im Sega-Haus. Und was weiß ich nicht alles. Das ist vorbei. So, die Leute versterben nach und nach. Die Leute werden alt nach und nach. Ja, mal schauen, was die New Generation, die Schnapper-Generation, wenn so ein Teil 2 Euro, will ich haben, 2 Euro. Den aber nicht. Ausstellungsstück, kriegt keiner. Bleibt da hinten. Wie gesagt, erschreckt euch nicht, wenn ihr uns besuchen kommt. Es ist alles dann wieder im Normalzustand.
ja, in einem totalen normalen Zustand. Es ist halt nicht mehr so urig, wie es mal war. Ja, es war ein Experiment, da ging nach hinten los. Schade. Servus!